Jo Leute, damit recht herzlich willkommen zurück zu Pokémon Black 2. Wir spielen hier und dürfen hier gegen den Polizisten spielen. Wir sind gerade auf dem Weg in die Wüste. Eine Herausforderung von Polizist Dale. Hallo Dale, wie läuft's denn so bei dir? Was hast du denn? Ein Riolu? Oioioi. Da kommt unser Chuck Norris. Tja, dein großer Bruder. Aha. Ist leider paralysiert, aber eine Kraftwelle bringt er, glaube ich, trotzdem raus. Er setzt Kraftwelle ein. Boah. Wenn es nicht schlägt nicht fehl. Nice. Instant down. Hat Chuck Norris eigentlich die Goldmünze da? Er setzt Fukano ein. Ein Feuer-Pokémon. Wir haben leider kein Wasser-Pokémon. Na dann. Musst du weiterkämpfen. Mit deinem 22 AP. Eine Kraftwelle bringst du doch bestimmt raus. Au! Okay, ich hätte davor heilen sollen. Eine Schraubi hier. Los geht's, Schraubi. Bam! Und eine Magnetbombe. Er setzt Feuerzahn ein. Alter! Läuft bei dir. Oh Gott, das ist nicht so effektiv. Dann dürfen wir uns gleich mal heilen. Oh Gott, bist du unlustig mit deinem komischen Fukano. Ich weiß nicht, ob ich mir auch so ein Evoli fangen soll. Oh Gott, das ist sehr effektiv. Schraubi wurde besiegt. Dann holen wir uns einen Alexis rein. Dann können wir gleich mal heilen gehen. Alter Vater. Katapult probieren wir mal aus. Nice. Sehr schön. Ich hätte gleich Alexis reinholen sollen. Dann hätten wir vielleicht nicht back sollen. Oder back. Back müssen. Tja. So müssen wir allerdings zurück. Außerdem wollte ich noch ganz kurz schauen, wie viele Pokédex-Einträge wir haben. Haben wir schon 40? Weil dann hat er ja noch irgend so ein Typi für uns irgendwas Tolles. Ja, wo sieht man denn? Wie viel haben wir denn gesehen? Da, 43, sehr schön. Wer hatte für uns noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Hast du für uns noch was? Hast du für uns was? Ja, du willst. Er will eine Initiative von 140 sehen. Wovon träumst du nachts? Wo war denn der Kerl, der... Ich glaube, der war in der City, ne? Der war in der City. Da war doch irgend so ein Forscher, glaube ich. Den finden wir schon wieder. Also hier war er definitiv nicht. Dann holen wir uns von dem nämlich noch etwas ab. Nein! Ich will nicht mit dir kämpfen, Junge! Meine Pokémon sind tot! Oh nein! Zwei Stück! Wen schicken wir jetzt in den Kampf? Ich glaube unseren Felix. Oh Gott, Felix, ne? Felix. Richtig dumm. Warum denn Felix? Alter! Grasmixer! Wehrt die Attacke ab! Nice! Immerhin macht er keinen Schaden. Okay, Rankenhieb. Nice. Das ist sehr effektiv, ja. Ja, ist recht. Komm, reicht schon wieder. Au, wie oft denn noch? Fünfmal! Läuft bei dir. Ja, sie schlägt nicht fehl. Sehr schön. Down.
Nice, Felix, nice. Cora setzt Marill ein. Bleiben wir bei Felix. Ich glaube, das ist ja eh irgendein Wasser-Pokémon. Dann hauen wir gleich mal einen Rankenhieb rein. Zack. Sehr effektiv. Blubberstrahl. Der bringt dir gar nichts, weil ich mein Feuer-Pokémon bin. Und ein Grasmixer, da müsste sich das Ganze gegessen haben. Nice. Ein Volltreffer auch noch. Sehr schön. Easy. So, und jetzt lass du uns bitte durch. Nochmal durch. Wo war denn der Wissenschaftler? Ah, lass mich rein da. Ich weiß nicht, wo der Wissenschaftler... Der war das! Ja! Hallo? Komm her, du. Du bist ein großer Pokémon-Fan? Ja. Wow. Ein Pokédex, weil es ist so toll. Und jetzt haben wir ein Evolut. Ja, danke. Erhebt die Spezialverteidigung. Das wollte ich eigentlich nur noch abholen. Ein Superstein ist das. Ein Superstein. Dann hauen wir unser Fahrrad wieder rein. Gehen uns schnell heilen. Und dann gehen wir weiter in die Wüste. Das Ding müsste irgendwo hier sein. Vielleicht können wir eh wieder ein paar Münzen abholen. Bei der können wir noch ein bisschen... bei der können wir noch Eis kaufen. Hallo? Geht das gar nicht? Hä? Man kann doch eigentlich bei der Eis kaufen. Das gibt's ja nicht, dann halt nicht. Was gibt's denn hier da? Ach, das ist die komische Ausstellung. Hi du. Kriegst du mir auch noch irgendwas? Was? Zeigst du mir Zwecksimperation? Ja. Was zeigt mir ein Pokémon vom Typ normal? Kein schlechtes Pokémon, aber hast du nicht. Aber nicht das, wonach ich. Ich will ein Pokémon. Ich hab doch keinen Pokémon von Typ normal. Was bist du für einer? Was ist denn ein Typ normal? Schauen wir einfach mal nach, ob wir irgendein Pokémon von Typ normal haben. Bericht. Steinboden, das war mir irgendwie klar. Pflanze. Kampfstahl. Ja. Kannst du bei mir nicht machen. Typ normal, was ist ein Typ normal? Ditto oder was? Gibt's denn überhaupt in Schwarz 2? Ein Fahrrad wieder. Ich habe keine Ahnung. So. Hi du. Einmal fit machen, dankeschön. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob wir das fünfte einfach als Evoli machen. Und dann irgendwie entwickeln, weiß ich noch nicht wie. Aber irgendwie interessiert es mich dann schon. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf unser Fahrrad. Rein da. Die dunkle Gasse. Einmal durch. Und raus. Da ist wieder die komische blauhaarige Frau. Kein Plan, was sie von uns will. Und die will schon wieder mit uns kämpfen. Yay! Du bist so lästig. Komm, du kriegst zwei Dinge und das war's. Ne? Kämpfe eh mit Chuck Norris. Du hast immer noch den gleichen Müll dabei. Gott, jetzt müssen wir zwei AP raushauen. Ja, zwei Kraftwellen, dann ist Ruhe. Kraftwelle Nummer 1, weg. Und Kraftwelle Nummer 2 sollte auch treffen, wenn nichts zu schief geht. Weiterkämpfen. Jetzt erreichen wir immerhin gleich Level 23. Eine Kraftwelle für dich. Komm schon, die trifft.
Na, fast. Fast. Dann eben noch einen Ruckzuck-Hieb. Dann ist Ruhe. Zack und tschüss. Du bist echt schlecht. Chuck Norris, Level 23, easy. Und wir kriegen genau das Doppelte von dem, was wir eigentlich bekommen hätten. So, dann hätten wir... Na, ich will in die Wüste. Den haben wir schon besiegt. Hallo, du da. Und wir hätten da zwar auch heilen können, aber wir wollten ja dieses komische Item noch abholen. Gott, ich brauche das Fahrrad dann hier nicht. Die wollen eh nicht mit uns kämpfen. Weil das Fahrrad ist hier echt der letzte Blödsinn. Das lege ich jetzt mal ab gleich. So. Fahrrad weg. Du bist schon die Erste, die mit uns kämpfen will. Nein, du bist eine Pflegerin. Und wenn wir dich besiegen, dann können wir uns bei dir kostenlos heilen. Heilpflegerin. Die setzt sie ein. Ich glaube, das ist der kleine Typ, der die Attacken kopiert, oder? Das heißt, wir hauen am Anfang eine eher schwächere Attacke rein. Dann kann er sie kopieren. Siehst du mal. Oh, wir verlieben uns. Nein! Bitterkuss. Bitte was? Nein. Weh. Chuck Norris ist verwirrt. Chuck Norris hat sich verliebt. Setzt Gesang ein. Was bist du für ein komisches Pokémon, ey? Was? Wir sind eingeschlafen. Bitte was? Laber kein Müll. Na gut, dann macht halt Felix das Ende. Der ist eh behind im Level. Alter Vater. Imitator. Nur leider haben wir keine Attacke gemacht. Felix wehrt die Attacke ab. Nice. Nice. Dann ein Zerschneider müsste eigentlich reichen. Wehrt die Attacke ab. Was bist du für einer? Oh Gott. Oh Gott. Felix wurde verwirrt. Wir haben kein weibliches Pokémon. Nein. Naja, früher oder später stirbt er eh. Oh Gott. Er setzt Rankenhieb ein. Ja. Danke. Richtig dumm einfach nur. Alter. Was läuft denn? Na, immerhin. Also für 1800 war es ja. So, danke, dass du meine Pokémon heilst. Merci. Vielen Dank. Du willst nicht mit uns kämpfen, denke ich. Ja, du sagst mir nur, dass du Wasser-Pokémons haben willst. Und wir haben aber leider selber keins. Du willst aber mit uns kämpfen. Ja. Hi, du. Dann machen wir gleich mal instant das Itemradar an, wenn wir mit der fertig sind. Und dann gehen wir einmal von links nach rechts im Uhrzeigersinn einfach durch. Und sie setzt ein... Was ist das? Ein Flampion. Ein Flampion. Du bist ein ganz tolles Ding. Kraftwelle. Bist du gleich weg? Wie fast. Au, jetzt brennen wir. Was? Oh Gott. Wir dürfen mit Chuck nicht gegen Feuer-Pokémonster kämpfen. Ist ja bitter. Ja, dann hauen wir gleich Alexis rein. Die ist relativ gut gegen... Ach, wir haben sogar ein weibliches Pokémon, ne? Alexis. Okay, Felsengrab. Nice. Relativ gut gegen Feuer. Alter, wir dürfen... Nice, Level 23. Wir dürfen nicht mit... So, jetzt können wir eigentlich gleich wieder heilen. Fragia-Bärde. Oh, danke. Cool.
üble Sache, ja, finde ich auch. Sternenstaub. Okay, danke. Dann brauchen wir unser Itemradar. Nach oben. Schauen wir einfach mal. Da stehen wir drauf. Nein! Sternenstück. Okay. Da unten hatten wir, glaube ich, auch noch. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht durch. Sind wir da unten schon durch? Ich glaube nicht. Wir müssen da gleich mal runter. Ich glaube, ich bin jetzt in die Wüste gegangen, ohne dass ich unten fertig bin. Da haben wir nämlich unten noch richtig viele Items. Oder Items. Ich sag das immer falsch, ne? Das heißt Items. Richtig krass. So, rein da. Beziehungsweise durch da. Die will nicht mit uns kämpfen, oder? Nee. Schade. Willst du mit uns kämpfen? Dass wir bei dir schlafen dürfen? Was? Du bist ja topfit. Okay. Also wenn wir nicht topfit sind, dann können wir bei ihm schlafen. Wir müssen nicht mal was dafür tun. Da schräg unten ist noch ein verstecktes Item. Und hier waren wir nämlich noch gar nicht. Da ist nämlich noch ewig... Da sind noch richtig viele Trainer. Mindestens 5 Stück. Was macht ein Kind wie du an diesem Ort hier? Ja, freue ich mich auch. Immerhin haben wir uns nochmal davor geheilt. Ein Polizist mit seinem Wachhund. Süß. Dürfte nicht allzu viel Probleme machen. Oh, Bedroher. Angriff sinkt. Nein. Gar nicht gut. Bam. Ist trotzdem effektiv. Tackle ist nicht effektiv. Also bei Chuck müssen wir nur vor Feuerattacken aufpassen, denn die sind ein richtiges Problem. Nice. Gewinnen wieder richtig viel Geld. Es rentiert sich so, mit Chuck zu kämpfen. Was bist du für ein Ding? Okay, wartet. Jetzt interessiert es mich. Was kann man mit Flampion machen? Flampion. Schauen wir mal. Hast du irgendwas Tolles? Er hat eine Entwicklungsstufe, naja. Ist ja kein Problem. Die Frage ist, bist du toll oder rentiert es sich nicht, dich zu nehmen? Du bist ein Feuer-Pokémon. Naja. Naja. Nehmen wir es oder nehmen wir es nicht? Level 14 und weiblich. Keine Ahnung. Ist ein Flampion Call oder? Das ist halt echt eine krasse Frage, hey. Nehmen wir den? Tja. Flampion soll recht toll sein. Ja. Dann haben wir ihm mal eine Kraftwelle rein, wenn er nicht stirbt, nehmen wir ihn. Hoppala. Okay. Gut, wenn er nicht stirbt, habe ich gesagt. Dann eben nicht. Dann nehmen wir da oben noch den Pokéball. Schaufler. Richtig gut. So viele Items. Nein. Was bist du für ein Ding? Unratudox, brauchen wir nicht. Weg mit dir. Ich will dich nicht.
Flucht. Du bist entkommen. Da ist ein Ding, ein Hypertrank. Gut, wo ist das nächste Ding? Nicht hier. Haben wir da oben noch eins? Geradeaus nach oben und jetzt schräg. Und jetzt wieder geradeaus. Da ist ein Purpurstück. Voll die Schatzjägerin hier. Richtig gut. Da drüben sind noch Items. Da sind noch zwei Leute, die mit uns kämpfen wollen. Kämpfen wir zuerst mit dir. Hallo. Läuft bei dir? Oh, wir sind bei 20 Minuten. Dann kämpfen wir noch mit den paar. Dann wird es halt ein 30-Minuten-Part. Denn ich will im nächsten Part, also zwischen diesem und dem nächsten Part, Evoli finden. Dich könnten wir mit einer Kraftfälle eigentlich weghauen. Nicht was. So, das ist wieder so ein komisches Ding, ne? Ja, dann wechseln wir doch gleich zu Schraubi. Mitgekämpft hat Chuck ja jetzt. Sprich, wir bekommen schon mal EP. Mehr Geld. So, Schraubi, Kreideschrei. Kein Problem. Und jetzt bekommst du einen Ultraschall. Was war das? Ultraschall. Und eine Magnetbombe. Ein Volltreffer. Nice. Weg ist das Ding. Was ist ein Ganu? Kenn ich nicht. Weiterkämpfen. Ich weiß nicht, was es ist. Ah, jetzt weiß ich's. Ganu will. Folterknecht? Was? Schraubi wird von Folterknecht. Das hat keine Wirkung. Oh. Dann hauen wir im Ultraschall rein. Oh Gott. Wir müssen, glaube ich, bald wechseln. Wehrt die Attacke ab. Alter, was läuft denn bei dir schief? Ich will mal Felix gegen das Ding ausprobieren. Ob wir da eine Chance haben, Gewissenheit, wenn wir jetzt sterben, dann können wir gleich rausgehen. Gut, wir nehmen doch Alexis. Ich mach mir es halt auf den langweiligen Part, mein Gott. Man kann es auch umständlich machen. Der dürfte jetzt keinen Schaden machen, ja gut. Dann hauen wir Katapult rein. Dürfte nicht zu effektiv sein, genau. Sandgrab setzt ja ein. Mir doch egal. Ja, ist recht. Dann ein Felsengrab. Wir haben nichts gegen den, wir brauchen irgendein Feuer-Pokémon. Lämmschleim. Oh Gott. Ja, da kommt der. Wirbel nochmal. Dann hauen wir Steinwurf rein. Wehrt die Attacke ab. Alter. Gut, wir gehen raus. Wenn wir nicht sterben. Wir gehen ganz schnell raus. Wir müssen mit Chuck weiterkämpfen. Was? Warum kann sie nicht ausgetauscht werden? Weil sie in einem Sandgrab gefangen ist. Mich verarschen. Dann kriegst du halt einen 50 EP Trank. Super Trank. Folterknecht. Mir doch egal. Au. Na, dann hauen wir nochmal ein. Was war denn das Effektivste? Felsengrab war relativ gut. Ja,
nicht sehr effektiv. Obwohl nicht sehr effektiv steht, ist es relativ gut. Ja. Jetzt dürfen wir sie mit... Alexis kann aufgrund Folterknecht die Attacke nicht zweimal hintereinander einsetzen. Den haben wir ja gleich. Alter. Oh Gott. Hör doch jetzt auf. Weh, du verfehlst. Wehrt die Attacke ab. Gut. Oh Gott. Und jetzt sind wir tot. Durch das Grab. Wir wurden besiegt. Dann müssen wir halt jetzt Chuck reinhauen. Er dürfte das mit einem Ruckzuck-Hieb geschafft haben. Ja. Ein Volltreffer auch noch. Richtig gut. Richtig gut. Felix erreicht Level 17. Sehr schön. Oh, Felix entwickelt sich. Richtig nice. Zu was wohl? Oh. Cool. Zu einem Evoserp. Nice. Wenn ich noch nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Wir machen gleich weiter, keine Sorge. Eine Sekunde. Ein Sekündchen. Währenddessen überlege ich mir schon mal, was wir machen. Ob wir weggehen wegen Alexis. Oder ob wir weiterkämpfen. Bin ich mir noch relativ unschlüssig. Also den müssen wir jetzt praktisch noch machen. Ja, jetzt will erstmal der was von uns. Leute, Leute. Hi du. Ja, ist recht. Jetzt bin ich super stark. Glaube ich dir irgendwie nicht. Bist du wirklich super stark? Ja, du bist ein Teenager. Hm, du hast ein super... Ja, Leute, dann haben wir recht herzlich willkommen. Sorry. Das war das, was ich gerade gemacht habe. Und zwar lade ich gerade im Hintergrund ein Video hoch und das hat gerade geschrieben, es geht irgendwas mit dem Upload schief. Das habe ich mir jetzt schon angeschaut und bin jetzt schon fertig. Eine Kraftwelle sollte das Ganze lösen. Nicht? Alter. Junge, Junge. Daneben ein Ruckzuck-Hieb. Zack, weg. Tschüss. Nice. Dankeschön. Ein Sternstaub. Ganz toll. Dann reden wir dich noch an. Du willst gleich mit uns kämpfen, ja, kein Problem. Noch können wir ja. Ja, der hat plus 1, okay. Aber wieder so einen komischen kleinen, ne? Oh Gott. Da haben wir natürlich keine Chance mit unserem Ding, brauche ich gar nicht anfangen. Hauen wir gleich. Ja toll, Schraubi ist verletzt. Alexis ist aus dem Kampf ausgeschieden. Alexis wäre jetzt da die Superwaffe gewesen. Jetzt tötet er uns. Auch so. Doch egal. Wir müssen uns noch, glaube ich, ganz kurz heilen mit einem Trank. Bevor der uns verbrennt. Finde ich relativ blöd. Ja, Aufruhr. Mach dann Aufruhr. Ist mir vollkommen egal. So, Ultraschall. Da siehst du mal. Ah, schon wieder Aufruhr. Alter, läuft bei dir. 3 HP. Eine Magnetbombe für dich. Dürfte auch nicht relativ effektiv sein. Ja, eben. Ich weiß nicht, was ich hier gegen den machen soll. Unser einziges effektives Pokémon gegen den ist tot. Bombensprung. Nice. Kopfnuss.
Nicht nice. Wir müssen ihn jetzt um jeden Fall töten. Sonst war es dich. Ja. Wurde besiegt. Sehr schön. Haben wir schon. Nice. 1000. Für nichts. Vielen Dank. Und jetzt würde ich gerne raus. Nein, nicht hier raus. Nein. Oh Gott, ich laufe so viel Müll zusammen. Und bei dir würde ich mich gerne heilen. Oh Gott, wir sind ja schon bei 30 Minuten. Oh Mann. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Da, bis dahin suche ich in Evoli und dann treffen wir uns wieder da unten. Und ciao, Leute.